Dankeschön. Herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank an die Organisatoren dafür, dass ich eingeladen wurde. Herzlichen Dank dafür und auch für Folgendes. Die Einladung, die kam vor einigen Tagen. Aber ich hatte trotzdem vorher schon geplant, herzukommen, weil ich vor etwa 30, 40 Jahren schon mal in Heidelberg war. Hab da etwa 4 Wochen am Embl gearbeitet und deswegen habe ich mich darauf gefreut, wieder mal Heidelberg zu sehen. Und plötzlich hat dann Alex Popp mich angerufen und da war ich gar nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, dass er vielleicht einfach nur will, dass ich den Vortrag von Bob Jahn halten sollte, der nicht kommen könnte. Und dann hat er gesagt, ja, wie sieht's aus mit meinem eigenen Vortrag? Und dann habe ich gesagt, naja, mache ich gerne. Und dann habe ich eben auch ihn gebeten, mir mal eine Message zu schicken, sodass ich wirklich genau verstehen konnte, was er genau von mir wollte. Und dann habe ich mich richtig gefreut, dass ich hier wirklich eingeladen war und bin, einen eigenen Vortrag zu halten. Und deswegen erklärt sich aber auch gleich, warum ich diesen Vortrag gar nicht richtig vorbereiten konnte. Das ist vielleicht so die italienische Art, aber ich kann auf jeden Fall versuchen, das trotzdem ganz gut hinzubekommen. Und zunächst mal Folgendes, ich habe keine Bilder, die ich hier zeigen kann. Deswegen müssen wir darauf vertrauen, dass ich Ihnen einfach mal was erzählen kann und das auch rüberkommt. Bevor ich aber zum eigentlichen Thema komme, zum Thema meines Vortrages, möchte ich noch etwas anderes erwähnen, und zwar so ein paar Projekte. Aus der klassischen Wissenschaft, ich bin selbst Neurobiologe und ein Neurobiologe sollte sich ja immer kümmern um den Zusammenhang zwischen Gehirn und Geist. Aber ich glaube, die meisten Neurobiologen sind Reduktionisten. Das heißt, die arbeiten immer wieder gerne am Gehirn. Und viele von ihnen glauben, dass Gehirn und Geist genau das Gleiche sind. Und vielleicht bin ich da so ein bisschen außergewöhnlich, weil ich glaube, dass der Geist etwas ganz anderes ist als das Gehirn, obwohl das Gehirn natürlich auch ganz toll ist. Ganz toll, ganz komplex, ganz interessant. Aber da gibt es etwas, was noch interessanter, was noch fantastischer ist als nur das Gehirn. Und in Heidelberg, was ich da versucht habe, naja, und ich versuche das mal ganz kurz zu sagen, aber ich hoffe, dass Sie das dann auch verstehen, genau was für ein Projekt das war, was ich damals bearbeitet habe. Also, ich kam her, weil es da einen schwedischen Forscher gab, der eine sehr schöne Methode dafür hatte, zu messen, wie viel DNS in einzelnen Zellen zu finden ist. Die schwedische Schule, die war damals, so vor 30 oder noch mehr Jahren, ziemlich berühmt. Also die Picogramme, also die Menge an RNS und auch DNS in einzelnen Zellen, das wollten die messen. Und mein Projekt, darum ging es um den Oktopus, den man auch in Neapel gerne findet. Und der ist auch sehr intelligent und hat auch einige Lappen, die perfekt DNS einsetzen, aber andere, die kann man dann auch messen und die scheinen noch viel höhere Mengen zu haben. Und das wäre dann eben genauso wie auch die Zunahme an Körpergewicht des Oktopus, also als Resultat der Erfahrung des Oktopus. Das hat mich sehr interessiert damals. Insbesondere weil ich mit Rad arbeitete an einem anderen Aspekt der Gehirn-DNS. Und das war die metabolische DNS. Und damals, naja, damals, also wie gesagt, wir sprechen von einem Zeitraum von vor vielleicht 40 Jahren. Von damals. Und da schien das so zu sein wie Gott. Also die drückte Information aus, gab die Information weiter an die anderen Zellen, aber man dachte, dass sie im Metabolismus nichts zu suchen hat. Das heißt, die wurde synthetisiert, die Zelle teilte sich oder sie würde in Bruchstücken synthetisiert, um etwas zu reparieren. Wenn es also einen Schaden gab, dann wurde repariert, sodass dann die Originalstruktur wiederhergestellt werden konnte. Davon ging man damals aus. Und dann gab es einen weiteren Kollegen, Pelk, und das könnte ein Bruchstück
des Metabolismus sein, der ständig synthetisiert werden würde und dann wieder abgebaut werden würde. Und das zusammen mit den eigentlichen Zellfunktionen. Das haben wir also dann im Rat studiert. Und im Rattengehirn, es ging also um die Ratten, und da haben wir also sehr viel Synthese gefunden. Wir haben dann Radiopräkursoren genommen und haben dann auch Synthese im Gehirn nachweisen können, die nur ein paar Stunden andauerte. Und dann nahm sie wieder ab. Also, das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, aber ich will mich da kurz fassen. Was haben wir da gefunden? Wir haben gefunden, dass es mindestens ein Dutzend physiologische Zustände gab, einschließlich unterschiedlicher Arten von Lernen und auch der Schlaf nach dem Lernen, der führt dann dazu, dass das Gehirn, das Gedächtnis etwas verarbeiten kann. Und wir haben dann eben erkannt, dass die DNS-Synthese zum Beispiel während des Lernens modifiziert wurde im Gehirn, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise in verschiedenen Regionen des Gehirns. Und dann denke ich, ist noch etwas anderes ganz interessant, und das möchte ich hier auch vorstellen, weil mein zweites Projekt handelte eben vom Schlaf und der Funktion des Schlafes im Zusammenhang mit der Verarbeitung im Gedächtnis. Also bei neu synthetisierter DNS ist noch was ganz interessant. Und zwar nach komplexem Training für Ratten, also die Ratten dürfen schlafen danach, und die Anzahl, die Menge neu synthetisierter DNS im Gehirn, die nimmt dann um ungefähr 50% ab. Aber nur bei Ratten, die Aufgabe nicht vorher lernen konnten. Das heißt, da geht es auch um die Kapazität. Das ist also hier wieder eine Korrelation, korreliertes Lernen. Die Ratten, die das vorher gelernt haben, bei denen bleibt es. Und es nimmt um 50% ab, bei denen, die es nicht vorher gelernt hatten, die Aufgabe. Das war wirklich interessant. Und deswegen interessiere ich mich auch so für die Menge von DNS beim Oktopus. Also, jetzt aber Schluss damit, sonst komme ich nie zum eigentlichen Thema. Denn da gibt es noch weitere interessante Projekte, auf jeden Fall interessant für mich, auch im Zusammenhang mit der DNS. Das ist die lokale Genexpression. Und Sie wissen das ja, also das Gehirn, da gibt es normale Zellen, aber die sind auch was Besonderes, weil die können in ganz entfernte Regionen des Körpers reichen. Also normalerweise haben wir nur den Nukleus und das Zytoplasma, das ist wie eine Sphäre. Die hat natürlich auch vielleicht Geometrie, aber auf jeden Fall hat die keine langen Fortsätze. Aber hier geht das schon, also es kann meterlang sein. Und am Ende hat man dann eben auch die Endstücke. Und das Dogma zu jener Zeit war eben, dass egal, also hier heißen übrigens Axone, diese Fortsätze, die können meterlang sein. Und was man im Axon findet, insbesondere Proteine, das, so nennt man an, kommt aus dem Zellkörper. Denn der Zellkörper, das ist die einzige Fabrik für Proteine. Die werden also hergestellt und dann können die sich fortsetzen und eine große Strecke überwinden und da die Nervenzellen erreichen. Und das hat natürlich zu vielen theoretischen Problemen geführt, diese Annahme. Denn das braucht ja lange Zeit, um sich fortzusetzen. Das dauert ja. Da gibt es so einen langsamen Fluss, der nur 1 Millimeter pro Tag ist. Wenn man also ein Axon hat, was 1 Meter lang ist, dann braucht man 365 Tage, bevor das, was man im Zellkörper vorbereitet, da am Ende ankommt. Also wieder eine lange Geschichte kurz gefasst. Wir haben also angefangen zu arbeiten mit der Möglichkeit, dass dieses Dogma gar nicht stimmt, diese Annahme, dass nicht alle Proteine im Zellkörper produziert werden, sondern dass die Proteine auch in den Axonen synthetisiert werden konnten und auch in den Endstücken der Nervenzellen. Und dann, also wie gesagt, 30 Jahre ist es her, und ich bin dann auch vor 30 Jahren in die USA gefahren, um wiederum am Oktopus zu arbeiten, am Kalmar. Und die haben große Axone. Unsere sind ganz dünn, vielleicht 10 μ Durchmesser, das ist schon das Größte. Aber bei diesem Oktopus, bei diesem Kalmar, das ist riesig groß, 0,5 mm. Man kann es also wirklich betrachten.
mit dem bloßen Auge. Und als das entdeckt wurde, dachte man, das sei einfach nur ein Gefäß, das kann doch kein Axon sein. Aber es ist ein Axon. Das heißt, was man dann machen kann mit diesen Riesenaxonen, ja, man kann die einfach drücken und dann das Innere gewinnen. Und das erleichtert das Leben eben sehr, weil man kann einfach reingucken und betrachten, was innen im Axon passiert. Und genau das haben wir gemacht. Man kann dann mit Aminosäuren die Proteine untersuchen. Man bearbeitet das, man drückt dann einfach das Axon und kann es dann einfach betrachten. Natürlich braucht man noch Inhibitoren und so weiter und so fort, noch etwas anderes dazu, aber das ist eine relativ einfache Art und Weise, wie man bestimmte Dinge nachweisen kann. Natürlich gibt es dann noch ganz viele Experimente, aber wir konnten nachweisen, dass es eben eine lokale Proteinsynthese gab. Und ein ähnlicher Ansatz, der könnte ja auch bei den Nervenendigungen gewählt werden. Wir haben dann auch die optischen Zellen in der Nähe des Auges und dann gibt es ja auch Photorezeptorzellen in der Retina, in der Netzhaut. Und wenn die innen reinkommen, dann gibt es da große Endstücke, große Endigungen. Etwa ein Müh Durchmesser oder weniger bei uns. Aber da im Kalmar, da sind die etwa 3-4 Müh groß, also wieder riesig im Vergleich. Das ist also wiederum viel einfacher, genau zu erkennen, was da an den Nervenendigungen passiert. Also bei den Ratten und auch beim Kalmar kann man diese Nervenendigungen relativ leicht präparieren, indem man das Gehirn homogenisiert, weil durch die Homogenisierung, da berühren sich die Endigungen und die Membranen, die verschmelzen und dann kann man sie hinterher auch wieder trennen. Man kann dann eben damit arbeiten. Und bei den Ratten, das sind die auch vermischt mit anderen Stoffen, aber im Kalmar ist das ganz einfach. Da haben wir eben diese großen Endigungen und die sind einzigartig. Was können wir damit machen? Wie kann man das also präparieren, den Präkursor, und dann kann man wieder hineingucken in die Endigungen und dann sieht man, dass man da sehr viele Radiolabelproteine hat. Und dann kann man sehen, dass nicht nur die Axone, sondern auch die Endigungen fähig sind. Die haben also nicht die Systeme für die Proteinsynthese, da gibt es vielleicht 200 verschiedene Proteine, die sie trotzdem herstellen können. Also in den Endigungen oder auch im Axon. Das war so das andere Projekt, in dem ich gearbeitet habe. Aber das war nur ein Teil davon. Weil sobald man eben sieht, dass in diesen peripheren Regionen es die Kapazität gibt, Proteine zu synthetisieren, naja, dann ist es halt so, dass die Maschinen, die man braucht, um diese Proteine herzustellen, RNS-Maschinen sind. Dann stellt sich ja die Frage, wo kommt denn jetzt die RNS her? Und die konventionelle Antwort lautet, aus dem Zellkörper. Aber da hat man wieder das gleiche Problem der Länge, der Strecke, der Zeit, die es braucht, um in die Peripherie zu gelangen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir eine weitere Hypothese angestellt. Und zwar diese RNS, die wird in der Peripherie produziert, aber nicht im Axon und auch nicht in den Nervenendigungen, weil die haben eben nicht die RNS, die es braucht, um sie herzustellen. Weil man braucht ja eine Muster-RNS, um weitere RNS herzustellen. Und die meisten, die würden nicht ans Gehirn denken, ohne auch an die Neuronen zu denken, als ob die Neuronen die einzigen Zellen im Gehirn wären. Aber das stimmt so nicht. Die Neuronen, die sind nur ein Bruchteil des Ganzen. Man denkt, vielleicht 10%, andere sind der Meinung, noch weniger. Und dann gibt es noch die Gliazellen. Glia heißt eigentlich Klebstoff. So hat man sich das vorgestellt. Man dachte, das wäre einfach der Klebstoff, der die Neuronen zusammenhält. Ja, die Gliazellen, das sind einfach nur ganz normale Zellen. Und die sind in der Umgebung aller Neuronenerscheinungen, inklusive Axonen und Nervenendigungen. Man findet praktisch nie ein Axon nackt sozusagen ohne Gliazellen. Also man war nur der Annahme, dass vielleicht die Gliazellen die RNS synthetisieren können und das dann übertragen an die Axone und auch an die Nervenendigungen. Und so konnten wir das wiederum nachweisen, indem wir das Riesenaxon verwendet haben, weil das Axon, das Riesenaxon ist eben so riesig, dass man sogar
eine Kanüle einführen kann. Von beiden Seiten sogar. Und dann kann man perfundieren. Das kann man alle 15 Sekunden machen, sodass man eine dynamische Sicht erlangt. Wenn man also das perfundierte Riesenaxon nimmt und dann Uridin anwendet auf Radioebene und man dann das perfundierte Material aus dem Axon sammelt, dann merkt man, nach einer Minute beobachtet man schon RNS im perfundierten Material. Das wird hergestellt von der Gliazelle, dann transferiert ins Axon und dann kann man es sammeln. Und der Grund dafür, dass wir das eben nachweisen konnten, dass es aus den Gliazellen kam, naja, der ganze Prozess, der konnte eben moduliert werden. Über die Rezeptoren, die es ausschließlich in den Gliazellen gibt, in der Nähe des Axons. Das haben andere erkannt über Elektrophysiologie, dass eben diese Gliazellen, dass die ein Ruhepotenzial haben, was moduliert werden kann. Und wenn man eben den richtigen Agonisten verwendet für diesen Rezeptor, kann man eben die Menge RNS im Perfundat erhöhen. Weil diese Rezeptoren, die sind eben nur in den Gliazellen um das Axon herum vorhanden und deswegen kann diese RNS eben nur von da kommen. Und unser zweites Projekt, also ich hoffe, das habe ich eben relativ gut beschrieben. Ich hoffe, Sie konnten leicht verstehen, wie ich das gemeint habe. Denn da gibt es noch ein drittes Projekt. Und das kommt dann wieder näher ran an meine Theorie, die ich noch vermitteln möchte. Das ist nämlich der Schlaf jetzt. Der Schlaf. Der setzt sich ja aus zwei unterschiedlichen Arten mindestens zusammen. Insbesondere EEG-charakterisierte Komponenten. Mindestens zwei. Und der echte Schlaf, der reale Schlaf, den nenne ich real, weil das EEG, das ist ganz anders als im wachen Zustand. Wenn man wach ist, da hat man sehr viel hochfrequente, niedrigintensive Aktivitäten. Und ursprünglich hat man vielleicht 20, 30 Hertz, aber in bestimmten Phasen kann man auf 4, 3 Hertz runtergehen. Da gibt es also zwei sehr unterschiedliche Phasen, mindestens. Wir haben nämlich noch die zweite Art, paradoxen Schlaf. Warum nennen wir das so? Naja, während wir schlafen, während Mann oder Tier also schläft, ist es so, dass das EEG-Muster des Hirns aussieht wie im Wachzustand. Also plötzlich ist es hochfrequent und niedrig intensiv. Da gibt es dann eine niedrige Amplitude plötzlich. Und die meisten Träume, insbesondere die komplexen Träume, die entstehen eben während des paradoxen Schlafes. Und deswegen hatten die meisten gedacht, dass nur das interessant war, nur der paradoxe Schlaf. Also als man begann, das zu beobachten, dass man Verarbeitung hat im Gedächtnis, nicht nur während man wach ist, sondern insbesondere bei komplexen Aufgaben, zum Beispiel bei den Ratten, was komplex ist, und das ist natürlich für Menschen offensichtlich, solche Aufgaben, die gestellt werden, aber für Ratten ist das komplex. Und wenn man eben komplexe Aufgaben verarbeiten will, dann braucht man die Prozesse, die während des Schlafens ablaufen. Und dann hat man eben gesagt, naja, die einzige Art von Schlaf, die beteiligt ist an dieser Gedächtnisverarbeitung, ist der paradoxe Schlaf. Und für mich klang das nicht wirklich sinnvoll, weil die Episoden des paradoxen Schlafes, also da fängt man an zu schlafen mit langsamwelligem Schlaf und das ist etwa 80% des gesamten Schlafs. Der paradoxe Schlaf, das sind etwa nur 20%. Und deswegen halte ich Schlaf etwas, das eng mit dem Wachzustand zusammenhängt. Und deswegen habe ich angenommen, dass auch der langsamwellige Schlaf am Lernen beteiligt war. Und dann haben wir eben wieder die Ratten genommen und haben ihnen komplexen Aufgaben gegeben. Und da konnten wir beobachten, dass also bei diesen Ratten mehr Episoden paradoxen Schlafes zu finden war. Aber vorher gab es noch eine Variation in der Länge der langwelligen Episoden. Die wurden nämlich länger. Und das war eben der Unterschied zwischen
dem paradoxen und dem langwelligen Schlaf. Und wir konnten das nachweisen. Langwelliger oder langsamwelliger Schlaf, der war ebenso wichtig. Und eine weitere Hypothese, was da passiert während des langsamwelligen Schlafes, das ist etwas, was also das Gehirn des Rattens dazu benutzt, um Informationen loszuwerden, die im Wachzustand erworben wurde, aber nicht essentiell ist. Da gibt es ja riesig viele Informationen, die immer auf das Gehirn einströmt und das muss nun auch wieder irgendwie aus dem Gehirn raus, um das Essentielle speichern zu können. Da gibt es also einen gewissen Reinigungsprozess im Gedächtnis. Und nach dieser Reinigung können die Erinnerungen an besseren Orten gespeichert werden, wo sie besser abgerufen werden können im Wachzustand. Weil ich meine, es reicht ja nicht, Erinnerungen zu haben. Man muss ja auch wissen, wie man sie zum rechten Zeitpunkt abrufen kann, zu den richtigen Bedingungen. Das ist auch essentiell. Das Gedächtnis, das reicht nicht, die Erinnerungen, die da gespeichert sind. Man muss ja auch wissen, wie man da rankommt, wie man die abruft. Also, das ist praktisch eine sequentielle Annahme, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben nicht nur eine Art von Verarbeitung während des paradoxen Schlafes, sondern wir haben da zwei Schritte. Der erste Schritt eben während des langsamwelligen Schlafes und dann geht man in den paradoxen Schlafzustand über und dann wird man wieder wach und hat dann gelernt, was man also vorher durchlebt hatte. Und das ist praktisch eine Art Spirale, weil ich meine, Tag für Tag für Tag, da kommt man vom Wachzustand in den Schlafzustand, die zwei Arten von Schlafzustand, dann wacht man wieder auf, hat wieder mehr Informationen gespeichert als vorher und so weiter und so fort. Das war also das dritte Projekt, was ich kurz vorstellen wollte. Aber ich möchte natürlich noch etwas erwähnen. Also, ich halte mich selbst nicht für einen sozusagen klassischen Wissenschaftler. Also in dem Sinne, dass die klassische Wissenschaft, also nicht Quanten, das lasse ich jetzt mal weg, die Quantenphysik, aber die klassische Wissenschaft, die hat ja sehr viele Grenzen. Die möchte ich hier auch gar nicht erwähnen. Aber die meisten Wissenschaftler, insbesondere Biologen, die halten sich gerne an diese Grenzen. Die fordern sie nicht gerne heraus. Und ich denke, dass es genau die Aufgabe eines Forschers ist, die Grenzen in Frage zu stellen und zu versuchen, darüber hinauszugehen. Und dann eben noch einen Punkt, den ich zu Anfang gleich erwähnen sollte. Wissen Sie, ich bin ein Neurobiologe. Ich lehre also Neurobiologie, aber auch allgemeine Physiologie. Und Physiologie, da geht es ja um biologische Funktionen. Und zu Beginn meiner Lehrtätigkeit habe ich also Bücher angeschaut, um zu schauen, ob es da eine Definition der biologischen Funktionen geben würde. Aber konnte ich nichts finden, in keinem Buch. Und deswegen habe ich dann selbst angefangen, darüber nachzudenken, was das sein könnte. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, über biologische Funktionen, naja, da muss man dann natürlich auf ein anderes Level an Organisationen gehen. Also nicht nur das Aktionspotenzial in Nerven, da muss man noch weiter einsteigen. Auf die Zellebene, dann auf die Molekülebene und dann noch weiter runter. Da hat man natürlich noch die Atome unten drunter und die Elementarteilchen. Und wenn man dann auf der anderen Seite schaut, dann hat man die Organismen, insbesondere Menschen, haben Familien, haben Gesellschaften, haben Ökosysteme. Und ich meine, keiner weiß wirklich, was am Ende kommt, ob dein Ende kommt. Also das definieren zu wollen, das ist schwer. Weil man kommt von ganz klein und ganz schnell und ganz kurz bis hin zu ganz lang und ganz weit entfernt. Aber auf jeden Fall. Also diese normalen Eigenschaften einer biologischen Funktion, die ich finden konnte, wäre wohl so, dass das zyklisch ist. Biologische Funktionen sind zyklisch, zum Beispiel das Atmen oder der Herzschlag. Das ist zyklisch. Das heißt, man hat also eine Nicht-Phase, eine An-Phase und eine Abphase. An-Aus. Und beide Phasen sind wichtig.
Also ohne die Ausphase gibt es keine neue Anphase, an-aus. Also wenn das Herz aufhört zu schlagen, das reicht nicht, es muss auch wieder anfangen. Das muss also zyklisch sein. Und dann gibt es eben Funktionen, die sich wiederholen, wenn das Organ lebt, aber innerhalb des Organs, des Organismus, gibt es gleichzeitig auch Zellen und auch Moleküle, die einen sehr hohen Umsatz haben. Die werden also synthetisiert und dann werden die wieder abgebaut, dann verschwinden die. Und dann werden die ständig wieder ersetzt. Und das sind eben die Zellen. Bei denen ist das so. Also zum Beispiel, ich war ganz beeindruckt von der Verdauung zum Beispiel. Da hat man also das Epithel zum Beispiel, das Epithel des Darms. Und da gibt es also sehr viele Zellen, die tagtäglich neu geboren werden und dann sterben sie. Weil die öffnen sich, die geben ihr eigenes Enzym frei, um in der Verdauung zu helfen. Das heißt, unser Organismus, der lebt auch vom Tod seiner Komponenten. Der Tod kommt sehr schnell für manche Moleküle und es gilt eben, ist manchmal auch sehr schnell für einige Zellen, die nur wenige Tage leben. Aber wir selbst haben natürlich selbst auch diesen Takt, wir sind auch zyklisch, wir werden geboren und sterben irgendwann. Also dieser Zyklus, diese Zyklizität, das ist etwas ganz Typisches für biologische Funktionen. Und ich habe dann gesagt, es gibt sich wiederholende Zyklen, repetitive Zyklen, wo dann der Tod der Komponente eben nicht eintritt. Dann gibt es aber auch Zyklen, wo ein Absterben stattfindet und dann ein Ersatz der Komponente. Ja, wenn man jetzt den Menschen betrachtet, und tja, das ist die Frage des Todes des Menschen, und da ist natürlich die Frage, was da passiert. Ich meine, den Tod braucht man, denn es muss ja jemand nach uns kommen. Auch die Gesellschaft muss sich erneuern können und auch die Zivilisation, die Gesellschaft, die Kultur muss sich erneuern können. Und dann gelangt man ja irgendwann an den Punkt der Esoterik. Dann fragt man, wofür ist unser Tod denn eigentlich wichtig? Und dann könnte man natürlich wieder an die Zellen in der Verdauung denken und könnte sagen, ja, durch unseren Tod helfen wir vielleicht einem größeren, höheren Organismus weiterzuleben. Aber gut, da will ich nicht näher drauf eingehen jetzt. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Funktion. Bei jeder Funktion ist es so, dass da auch sehr viele Subkomponenten sich mitbewegen. Da sind also viele Subkomponenten noch am Werk. Und dann zweitens bei Lebewesen, da gibt es eigentlich keine Strukturen, sondern nur Funktionen. Wenn Sie eine Struktur an sich sehen, wenn Sie das sehen, dann ist das eigentlich schon der Tod eingetreten. Also manchmal, wenn wir sterben, da lebt ja noch ein bisschen was weiter, da die Funktionen, das Haar wächst, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter. Aber das ist die Funktion, die fortbestreht, die Struktur. Also man muss wirklich die Funktion verstehen, denn was lebt, das sind die Funktionen, nur die Funktionen. Und das ist ja irgendwas, was ephemerisch ist, was man nicht greifen kann. Strukturen sind natürlich nützlich, so als Hilfsrahmen, aber in einem Lebewesen gibt es einfach nur Funktionen. Wenn man mal diese Sichtweise annimmt und sich dann anschaut, wie diese Organismen entstanden sind, na, da war mal ein befruchtetes Ei und da war mal die Zeugung und so weiter und so fort, aber natürlich ist das nur Teil eines sehr viel längeren Prozesses, der vor 4 Millionen angefangen hat, die Phylogenese. Also wenn wir jetzt mal allgemein sprechen, wenn Sie wirklich wissen wollen, wie biologische Charakteristika oder Eigenschaften entstehen, dann kann man nicht einfach damit anfangen, sich einfach mal anzuschauen, wo der Organismus herkommt. Ja, man muss einfach noch viel weiter zurückgehen. Man muss wirklich ganz anfangen bei der Stammesgeschichte, weil da dann der Organismus entsteht. Und da
sind dann die Informationen wichtig, die in unserem Erbgut, in unserem Genom sind. Und dann gibt es natürlich noch das Epigenom. Das Epigenom ist, das sind Proteine in der DNS, die das Genom lesen. Ohne das Epigenom würde die DNS-Information nicht lesbar sein. Da würde überhaupt niemand irgendwas verstehen können. Und wir können ja über 200 unterschiedliche Zellen definieren. Die Information in der DNS ist spezifisch für jede eigene Zelle. Ja, das Epigenom der Zellen, da wird nur die Information gelesen, die tatsächlich relevant ist für diese Zelle. Also das funktionale Epigenom ist genauso wichtig wie die DNS selbst. Das Epigenom ist nicht Teil des eigentlichen Genoms. Epi, das sagt das Wort ja schon, über, das Übergenom sozusagen, wenn Sie wollen, steht drüber. Ja, mit diesen Gedanken kam ich dann auf das Thema, wie erklärt man denn das eigentlich? Was ist der Mechanismus dahinter? Und ja, bei der Stammesentwicklung, bei der Stammesgeschichte, ja, da dachte ich dann, im letzten Jahrhundert, da war ja eigentlich der Neodarwinismus der Gedanke, der alles geprägt hat. Ja? Und die Hauptbehauptungen des Neodarwinismus sind ja, dass Variationen, die man ja auch braucht, um eine Vielfalt zu erreichen, denn es gibt ja so viele Organismen, dass, also die Variation, das wird behauptet vom Neodarwinismus, das ist zufällig. Ja? Das ist eine zufällige Mutation, die da ans Werk tritt und das Genom der Keimzelle betrifft. Neodarwinismus hat ja zwei Hauptdogmen. Ein Dogma ist, dass die Keimzellen komplett getrennt sind von den Somazellen. Die somatischen Zellen, ja, das sind ja 99,9% des Lebewesens. Ja? Aber die sind komplett getrennt von den Keimzellen, behauptet der Neodarwinismus. Also kein Informationsfluss vom Soma zu den Keimzellen. Und von daher kann das Ganze auch nicht fortgepflanzt werden. Ja? Das nennt das zelluläre Dogma. Und dann kam das Thema der Molekularbiologie. Und das besagt jetzt, dass Information, ja, man hat ja die DNS und meinte, da ist jetzt alle biologische Information drin. Also die DNS wäre nur die DNA-Information und wie gesagt, das ist ja wie Gott im Grunde, die Information kommt von der DNS dann in die RNS, von der RNS in die Proteine und dann kommen da die Hunderttausende von Proteinen in den Zellen, die dann die verschiedenen Zellfunktionen übernehmen. Also das war sozusagen eine Einbahnstraße der Information. Und weil die Information ja in der DNS sein muss, ja, hatte man da überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass die Information aus der Umgebung in das Erbgut kommen könnte. Ja? Und hier spreche ich nicht nur von den somatischen Zellen, sondern eben auch von den Keimzellen. Da muss ja die Information rein, sodass unsere Nachkommen letztlich etwas abbekommen, dass die Erfahrungen der Art sich fortpflanzen können. Also der Neodarwinismus sagt jetzt, dass die Zellen sich selbst anpassen können an die Umgebung und sich eben auch den Veränderungen anpassen können. Aber die Nachkommen können keine Information von den Eltern übernehmen. Ja, die Eltern sind sozusagen völlig nutzlos für die Nachkommen. Die müssten dann einfach nur warten, was passiert. Gut, vielleicht sterben sie vorher, ja, je nachdem, was sich da in der Umgebung verändert hat. Und dann müsste der Organismus warten, bis da irgendwas zufällig passiert und bis da zufällig die richtige Lösung für das Problem auftritt. Also Mutationen sind ja neutral in ihrer Art und von daher kommt da nicht unbedingt eine echte Variation heraus und viele Mutationen sind ja eben auch negativ, ja, da kommt nicht unbedingt eine positive Entwicklung raus. Und von daher denke ich, bei dieser ganzen Geschichte, und da muss man natürlich noch die natürliche Auswahl mit hinzunehmen, ja, aber bei diesem Bild, ja, da war mir völlig unklar,
wieder die reale Intelligenz, die ich in den Zellen feststellte, funktionieren sollte. Ja? Und natürlich ist das auch das Nervensystem intelligent. Das sind ja wunderbare Strukturen, die da entstanden sind. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das alles zufällig entstanden sein sollte. Also das passte für mich nicht ins Bild. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben. Das war damals, 1982, das war sozusagen in der Ur- und Frühgeschichte. Damals habe ich dann einen neuen Mechanismus vorgeschlagen. Und das war sozusagen eine neue neo-Lamarck'sche Definition. Für Lamarck ist es ja so, dass Organismen sich anpassen können. Aber er sagt auch, dass die Information, der Organismus braucht, aus dem Umfeld, aus der Umgebung kommt. Ja? Natürlich ist da eine Variation, die entsteht und die ist komplementär zu der Information, die in der Umgebung schon besteht. Und Lamarck sagte, dass die Information in die Keimzellen geht und dadurch eben auch an die Nachkommen weitergegeben wird. Und das nannte er die Vererbung von erworbenen Eigenschaften. Also hier haben wir zwei Dogmen, Neo-Lamarck, Neo-Darwinismus. Ja? Lamarck hat man vielleicht für ein ganzes Jahrhundert lang wenig beachtet. Also deshalb sage ich auch Neo-Lamarck. Ja. Also alles, was sich im Soma verändert, in den somatischen Zellen, habe ich behauptet, würde dann auch in die Keimzellen übergehen und so zu den Nachkommen übergehen. Das war das Neue daran, was ich vorgeschlagen habe. In der Literatur, das war, glaube ich, erst in den letzten zwei Jahren, da gibt es jetzt 20, 30 Publikationen, die eindeutig nachgewiesen haben, dass erworbene Eigenschaften tatsächlich vererbt werden. Dass es das gibt, die Vererbung erworbener Eigenschaften. Aber in diesen Publikationen, da gibt es keine Erwähnung dessen, dass es auch Veränderungen in der DNS gibt. Ja, man sagt einfach, dass sich das Epigenom verändert. Das wird heute behauptet. Da hat man sozusagen die Lamarck'sche Vererbung, aber nicht über die modifizierte DNS, sondern nur dadurch, dass die DNS anders gelesen wird. Das ist der allgemeine Grundgedanke dahinter. Also meine Hypothese war ja ein bisschen anders, aber man kann das so sehen. Es gibt ein zyklisches Fließen von Elementen, die auf den Menschen einwirken. Aber weil es so lange den Neo-Darwinismus gab, muss man doch berücksichtigen, dass es nicht unbedingt richtig zyklisch ist. Ja, da würde man denken, das geht vielleicht ins Soma, aber nicht ins Genom. Und von daher würde da dann kein Nachkomme mehr etwas davon abbekommen. Aber von daher, denke ich, muss man wirklich den Neo-Darwinismus kritisieren, weil das auf diese Art nicht funktioniert, weil die Nachkommen, Nachfahren überhaupt nicht mehr von dem Gelernten etwas haben. Ich habe jetzt noch ein neues Bild vorgeschlagen, nämlich eine Spirale, einen spiralförmigen Mechanismus. Erinnert mich an dieses Konzept vom Schlaf, ja, und dem Wachzustand. Auch das ist ein Spiralzustand, wie man lernt. Ja. Und auch die Stammesgeschichte, die Phylogenie würde ich so betrachten. Das ist auch ein spiralförmiger Prozess, weil die nächste Generation ja immer wieder anders ist als das, was sie sind. Und die Umgebung verändert sich und das wirkt sich wieder auf ihre Nachkommen auf. Dadurch verändert sich aber dann auch wieder die Umgebung oder die Umwelt. Und von daher ist das kein Kreis, sondern eine Spirale, weil sich beides, also Mensch und Umwelt, immer wieder verändern. Und was ist die Konsequenz daraus? Es heißt, es verändert sich eben nicht nur der Organismus, sondern auch die Umwelt. Und das heißt, dass eine große Verantwortung jetzt auf die Menschen oder auf die Wesen zukommt, die ein Bewusstsein haben, die wissen, wie die Dinge sind. Denn man verändert die Umwelt, aber dann muss man sich auch selbst wieder verändern, ja? Weil die Umwelt sich wieder auf sie auswirkt. Und natürlich wirkt sich die Umwelt auch auf alle anderen aus, alle anderen Lebewesen, die Teil des Systems sind. Wenn ein anderes Lebewesen die Umwelt verändert, dann gibt es da auch wieder den Rückschlag auf uns und auf alle anderen Organismen in diesem
System. Alle Lebewesen müssen sich auf diese Umweltveränderungen einstellen. Und deshalb bin ich auf die Spirale gekommen. Ja, diese Spirale würde dann auch erklären, warum wir Komplexität in Organismen vorfinden. Ja, zu Anfang, da haben Sie ja die Elementarteilchen. Und dann ist dann natürlich am anderen Ende des Spektrums der Mensch. Das ist eine enorme Vervielfachung der Komplexität. Und diese Komplexität, die haben wir nicht nur bei uns in der Stammesgeschichte festzustellen, das finden Sie überall in der Stammesgeschichte. Also eine zunehmende Komplexität, die man durch den Neodarwinismus nicht leicht erklären kann. Aber wenn Sie die Spirale zu Hilfe nehmen, dann wird das sehr viel schneller, sehr verständlich. Das ist also eine Konsequenz. Ja, darauf möchte ich aber nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, jetzt kommen wir mal zum letzten Thema. Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar wenige Minuten. Ja, die Neurobiologen sollten sich Gedanken darüber machen, woher eigentlich der Geist kommt. Die meisten denken nicht drüber nach, muss ich sagen, aber ich habe mir Mühe gegeben zu verstehen, woher das Denken, woher der Verstand eigentlich kommt. Und ja, für mich gilt eigentlich für den Geist dasselbe wie für den Körper. Man muss nachschauen, was mit den Nachfahren eigentlich ist. Man muss sich aber, wenn man es wirklich verstehen will, auch die Stammesgeschichte des Verstands, des Denkens anschauen. Das ist ja eigentlich auch Thema meines Vortrags. Es haben sich bisher nur wenige, wie gesagt, für dieses Thema interessiert. Und für die meisten ist der Geist eigentlich was, was nur der Mensch hat. Manche akzeptieren vielleicht, dass auch Primaten, also höher entwickelte Lebewesen, noch einen Verstand haben, einen Geist haben, aber damit ist es dann meistens schon zu Ende. Ja, wie entsteht eigentlich der Geist? Ich würde mal sagen, den Geist gibt es schon viel früher, als viele meinen. Und ich möchte Ihnen meine Gründe für diese Annahme nennen. Also es ist so, wenn Sie einfach die Hypothese annehmen, die wohl nicht stimmt, aber wenn Sie mal davon ausgehen, dass immer, wenn es mentale Aspekte gibt, psychische Aspekte gibt, dass dann auch Gehirnaktivität vorliegt, ja, dann hätten Sie da eine Gleichung. Also Gehirn gleich Denken oder Geist. Und das würde phylogenetisch bedeuten, also stammesgeschichtlich bedeuten, immer wenn Sie einen Organismus mit einem Gehirn oder einem Nervensystem vorfinden, dann muss da auch Geist sein. Ja, weil es eigentlich keinen Grund gibt, dass sie nicht denken sollten. Also wir sind eigentlich nichts Besonderes. Auch wir haben uns stammesgeschichtlich einfach entwickelt. Ja? Von daher kann man nicht einfach sagen, dieser Organismus hat einfach denselben Verstand wie wir. Ich meine, auch physische Eigenschaften sind ja auch bei anderen Lebewesen anders. Wir müssen einfach anders denken. Wir sollten vielleicht einfach denken, dass es vielleicht einen anderen Verstand, einen anderen Geist gibt, eine andere Ausprägung des Geistes, als er bei uns vorlegt. Also immer, also wenn Sie einfach annehmen, Geist gleich Gehirn, dann können Sie sich eben auch vorstellen, dass ein einfacheres Gehirn vielleicht auch einen einfacheren Geist hat. Ja, es kommt natürlich auf die Komplexität des Lebewesens an, aber man kann sich häufig gar nicht einen so primitiven Geist vorstellen, aber versuchen Sie das mal. Also das war mein erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Hier gehe ich mal von der Tatsache aus, oder ich sage es mal anders. Also ich bin nicht sicher, dass ein anderer Mensch auch einen Geist hat. Ja? Natürlich nehme ich das mal an, aber ich kann das nicht sehen. Ja? Ich kann da ja nicht reinstechen und dann den Geist raussehen. Ich weiß, andere Leute haben Geist, einfach weil sie sich so verhalten, wie ich mich verhalte. Ja? Das ist einfach eine Parallele, die ich ziehe. Ich ziehe die Parallele zu mir selbst. Ich schaue mir die Reaktionen an auf bestimmte Reize und die Reaktion ist ähnlich
ähnlich wie bei mir, und da nehme ich mal an, das funktioniert bei Ihnen genauso. Diese Menschen haben Rezeptoren und die Rezeptoren leiten Informationen weiter zu anderen Stellen und so weiter. Das nennt man dann Qualia. Das heißt, die wahrgenommenen mentalen Bilder, die in jedem vorhanden sind, die entstehen ja aus einem Reiz, einer Reizung verschiedener Rezeptoren. Durch die Reizung, durch einen Reiz halt. Und es gibt da physische Phänomene, die von außen reinströmen, und daraus entstehen dann mentale Phänomene. Ich weiß, andere Menschen haben also einen Verstand, haben einen Geist, weil ich beobachte, dass diese Menschen einfach dieselbe Voraussetzung haben, um Qualia zu schaffen. Das heißt einfach, dass sie etwas haben, was man anderen nur grob beschreiben kann. Aber ich kann nie 100% sicher sein, dass das die Farbe Rot, wie ich sie wahrnehme, genau in derselben Tonalität bei anderen Menschen im Kopf vorhanden ist. Also das kann man nicht genau übertragen. Qualien können nicht direkt übertragen werden. Man kann nur einfach sagen, das ist blau. Aber wir wissen nicht, ob es genauso wahrgenommen wird. Aber wenn Sie mal von diesen Grundlagen ausgehen, dann muss man noch Folgendes annehmen. Immer wenn da ein Lebewesen ist, ein Organismus, der die Eigenschaften hat, die Sie davon überzeugen, dass andere ähnliche Eigenschaften haben, dann sollten Sie zum Schluss kommen, dass auch dieses Lebewesen Qualia hat. Viel primitiver natürlich als die, die Sie haben, denn Sie sind einfach weiterentwickelt. Wissen Sie, wenn Sie den menschlichen Geist als Kriterium nehmen für den Geist, dann stecken Sie da fest, da können Sie nicht raus, da können Sie nicht weitergehen. Aber wenn Sie sich die Stammesgeschichte anschauen, da müssen Sie wirklich auf die einfachen Eigenschaften zurückgehen, ja? Die einfachen, die Grundeigenschaften. Und ich spreche einfach hier von der Fähigkeit, mentale Bilder im Geist zu erstellen. Ja? Da sind immer Reize irgendwie außerhalb von uns selbst, und das Selbst liest diese Reize und schafft daraus geistige Vorstellungen, Bilder im Geiste. Wenn Sie diesen Gedankengang mal für sich annehmen, dann können wir das übertragen. Da brauchen wir auch nicht mehr das Nervensystem uns genauer anzuschauen. Auch Bakterien haben schließlich Rezeptoren, die haben haufenweise Rezeptoren. Die haben vielleicht kein Nervensystem wie wir. Ja? Das funktioniert vielleicht anders mit der Reizleitung. Aber Rezeptoren sind da, und da kann ich mir also vorstellen, dass auch Bakterien eine ganz einfache Form von Geist haben. Und so kommen wir dann wirklich an den Anfang der biologischen Evolution. Dann vielleicht noch ein weiterer Gedanke. Der Geist nimmt nicht nur Informationen von außen auf, sondern handelt auch nach dieser Information. Das heißt, da findet eine gewisse Verarbeitung statt. Das heißt, der Geist kann nur noch weitere Informationen gewinnen, aus der ersten Information noch weitere Informationen herausziehen, noch weiteres herausholen. Und dann weiß dieser Organismus vielleicht, dass diese Umwelt, diese Umgebung gut oder schlecht ist und was man machen soll, ob man fliehen oder kämpfen sollte. Und das ist eine andere Möglichkeit, sich nochmal an die Grundfunktionen des Geistes heranzutasten. Und dann natürlich das Lernen. Auch das ist etwas, was nicht nur der Mensch kann. Es gibt auch Publikationen, aus denen hervorgeht, dass selbst Bakterien lernen können. Die Kolibakterien, die wir im Darm haben, die E. coli. Auch diese E. coli-Bakterien sind den verschiedenen Umgebungsbedingungen ausgesetzt, und sie können sich ganz unterschiedlich verhalten, je nachdem, welche Bedingungen vorliegen, und die Genexpression ist ganz unterschiedlich. Also wenn da Sauerstoff vorliegt zum Beispiel, ist die Genexpression ganz anders, als wenn zum Beispiel kein Sauerstoff vorhanden ist in anaeroben Bedingungen. Und die Bakterien können auf die eine oder andere Art produzieren oder funktionieren. Und da gibt es kein Nervensystem. Es gibt nur Verbindungen zwischen den Rezeptoren und der Genexpression.
Aus dieser Perspektive haben wir noch einen weiteren Faktor gewonnen. Das heißt, Sie können einen sehr einfachen Geist haben und der wäre dann sogar in Bakterien zu finden. Aber Bakterien, die sind ja gerade sozusagen der erste Schritt in der Entwicklung der Lebewesen. Die haben vielleicht einen Verstand, vielleicht einen Geist, aber man fragt sich, wo kommt der jetzt her? Ja? Und wenn man dann noch weiter versucht zurückzugehen, und ich denke, da weiß man gar nicht, wo man suchen soll. Da würde man, ja, Sie würden dann vielleicht auf die molekular, auf die atomare Ebene kommen und dann wären Sie vielleicht irgendwann bei den Elementarteilchen. Und ich kann Sie wohl nicht davon überzeugen, dass auch Elementarteilchen einen Verstand, einen Geist haben. Ja? Aber es gibt vielleicht andere, die davon überzeugt sind und die wissen wahrscheinlich auch mehr als ich über Elementarteilchen, denn ich bin ja nur ein einfacher Neurobiologe. Also ich kann Ihnen noch zwei Gedanken mitgeben. Ein Gedanke ist wirklich ganz, ganz einfach. Wenn wir annehmen, dass zu diesem Zeitpunkt es physische Körperprozesse gibt, aber auch eben mentale Prozesse gibt, dann müssen die ja eigentlich auch am Anfang des Universums entstanden haben. Gut, viele sagen, da gab es diese Explosion, den großen Knall, den Urknall, ja, und da sind ja Elementarteilchen entstanden. Also der Geist und die Materie oder Energie oder Information, wenn Sie wollen, waren in einer a-dimensionalen Ding, in einer Entität, die dann geknallt hat. Und dann müssen sie, Geist und Materie, in die Elementarteilchen eingegangen sind. Denn aus den Elementarteilchen hat sich ja alles Weitere entwickelt. Der Zellkern, Lebewesen und so weiter. Ein einfacher Gedanke. Das ist ein einfaches Gedankenexperiment. Wenn wir jetzt Geist und Materie haben, dann muss ja alles im Anfang entstanden sein. Ansonsten müssen Sie erklären, warum wir plötzlich irgendwo einen Geist haben. Wie kommt denn der Geist auf einmal mitten in der Stammesgeschichte? Wo soll der herkommen? Ja? Bevor die biologische Evolution überhaupt stattfand, gab es schon eine Zeit, wo sich die Komplexität gesteigert hat. Also wenn Sie sich mal Elementarteilchen anschauen und die mit DNS vergleichen, das ist schon enorm, ja? Eine enorme Steigerung der Komplexität und das kann der Neodarwinismus nicht erklären. Nun, der zweite Gedanke. Und das ist nochmal ein großer Sprung. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, wie gesagt, wir haben Qualia, also mentale Wahrnehmungen aufgrund dessen, was wir von außen wahrnehmen, dann ist natürlich die Frage, was war da das Schlüsselereignis? Schlüsselereignis ist meiner Meinung nach der Moment, wo der Reiz den, also sozusagen den Anfang des Organismus erreicht und da verändert sich der Reiz. Und das ist dann der Rezeptor. Ja? Und dieser Moment, die erste Begegnung, ist ganz entscheidend. Die Begegnung zwischen dem Nicht-Selbst und dem Selbst, zwischen Reiz und Rezeptor. Und diese nicht-biologischen Entitäten, ja, da waren natürlich ständig irgendwelche Begegnungen. Ja? Da waren immer Begegnungen auf verschiedenen Ebenen. Und man kann dann immer noch sagen, dass vielleicht diese Begegnung eigentlich nicht grundlegend anders ist, als wenn ein Reiz auf einen Rezeptor trifft. Also die Rezeptoren kamen später. Früher waren da einfach nur Begegnungen zwischen verschiedenen Reizen. Das weiß ich. Und man könnte dann sagen, dass die Rezeptoren wirklich der Motor des Universums sind. Das Universum hat ja eine Pflicht, nämlich sich zu entwickeln, sich zu verändern, anders zu werden von dem, was es war. Und man kann nicht anders werden, wenn da keine Begegnung stattfindet. Und die Begegnung ist das Schlüsselerlebnis, das Schlüsselereignis. Da ist dann plötzlich die Physik mit drin, aber eben auch etwas Geistiges. Denn zu diesem Zeitpunkt, oder vorher hatten wir nicht differenzierte Entitäten. Das heißt, nicht differenziert heißt, die können, da haben wir vielleicht keinen Unterschied zwischen Geist und Materie. Das ist beides zusammen. Das passiert ja oft genug in der Biologie.
Wenn Sie an den Schlaf denken zum Beispiel, der Schlaf ist hochkomplex, aber wenn Sie sich die Stammesgeschichte anschauen, dann sehen Sie da elementare Formen des Schlafs, sie sind auch sehr indifferenziert, wo man nicht unterscheiden kann zwischen Schlaf und Wachsein. Ich meine, es gibt nicht dieses Wachsein der menschlichen Art. Also wenn Sie Ihren eigenen Maßstab anwenden auf die die Stammesgeschichte, dann können Sie da schon sehr viel erschließen. Ja, das war das, was ich zu unserem Geist zu sagen hatte. Und zum Thema Evolution. Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, wenn ein Geist sich dadurch auszeichnet, dass er Probleme lösen kann, ja, und wenn wir dann uns versuchen, an Änderungen anzupassen, ja, und unsere Umgebung, das sind ja meistens andere Männer und Frauen, das ist vielleicht ein Problem. Dann, wenn das sozusagen eine der Hauptfunktionen ist, ach so, der Kreativität, die kommt dann natürlich auch noch mit rein, ja, denn wenn man Probleme löst, dann kreiert, dann schafft man ja etwas Neues, man ist da kreativ. Man macht sozusagen aus Informationen aus der Umwelt dann etwas Neues. Das ist kreativ, man schöpft, man schafft etwas. Ich könnte natürlich ewig weiterreden. Ja? Im Schlaf, möchte ich sagen, ist es einfacher, dieses Mosaik zusammenzusetzen. Es gibt Experimente, die darauf hinweisen, dass wenn man eine mathematische Aufgabe einem Menschen vorlegt, und da gibt es bestimmte Regeln, an die sie sich halten sollen, aber da gibt es noch eine viel einfachere Lösung, die man ihnen nicht sagt, eine Geheimregel sozusagen, und wenn die Leute schlafen, dann lösen sie das Problem viel schneller, als wenn man das versucht, im Wachzustand zu lösen. Und ich war da auch ganz beeindruckt von diesem Eisberg, der vorhin gezeigt wurde, und das wollte ich auch noch erwähnen. Also der Titel meines Vortrags war eigentlich nicht die Herkunft des Bewusstseins. Eigentlich spreche ich eher über die Herkunft des Geistes, weil Bewusstsein, so meine ich, ist nur so die ganz, ganz, ganz kleine, dünne Spitze des Eisbergs. Und natürlich ist der Eisberg ja viel größer. Der ist 8-mal weiter und tiefer und größer im Ozean als oben drüber. Und so ähnlich ist es auch mit Geist und Bewusstsein. Und das Unbewusste, das Unbewusstsein, das ist wahrscheinlich nicht nur 8-mal, sondern 8 Milliarden Mal größer, weil das reicht wirklich ganz bis ganz bis ganz, ganz, ganz nach unten, bis zum Beginn des Lebens. Ich habe noch was vergessen. Also wenn Sie also denken, dass der Geist Probleme lösen kann und dieses Mosaik produzieren kann, und wenn Sie auch denken, dass der Geist in der gesamten biologischen Evolution präsent war, warum dann nicht auch denken, dass Geist dabei hilft, die richtige Lösung zu finden und die richtige Variation zu finden? Und wenn man also die ganze Information nimmt, die bereits erworben wurde, und das dann berechnet. Also ich glaube wirklich, dass die Informationen innerhalb dieser 4 Milliarden Jahre irgendwo auch in uns versteckt ist im Organismus. Und ab und zu kommt die an die Oberfläche, wenn man es wirklich mal versucht, daran zu kommen. Und wenn man auch das Glück hat, sie zu finden. Und auch das hilft natürlich bei der Lösung. Das ist also ein Paradigma, würde ich sagen. So kann man sich den Mechanismus der Evolution vorstellen, wenn man den Geist einbringt. Dann wird es etwas ganz anderes als das, was Darwin versucht hat zu sagen und uns davon zu überzeugen. Das ist also wirklich die Aufgabe der Biologie, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie nicht unbedingt zufällig entstanden sind. Das glaube ich nämlich nicht.